Willkommen bei unserer nächsten Runde. Heute machen wir weiter mit unserem Jägerdeck. Schauen wir mal, ob wir heute irgendwas hier reißen können. Und zur Not, falls wir keine Quest mehr haben, schauen wir einfach morgen nochmal vorbei und erhalten eine neue. Okay, dankeschön für den Tipp. Wir haben in unserem Deck bisher noch nichts dran geändert. Rexha gegen und wir haben Anduin. Priester. Das Licht wird den Sieg bringen. Lass die Jagd beginnen. Das ist ein Zeichen dafür, dass er recht wenig hat. Und wir können ja unsere Tierbegleitung halten wir mal. Sieht eigentlich alles ganz nett aus. So, unser Gegner wählt noch. Klar, hat drei Karten. Der gute Jet, er hat eine ausgetauscht. Und wir coinen. Oh, und wir haben wieder einen Rechner. Ist jemand verletzt? Ah, dankeschön. Dann wir in dieser Runde. Das war's. Wenn er sie jetzt bufft, nicht bufft. Feendrache ist natürlich gegen Priester immer recht schön. Bringt natürlich nichts direkt anzugreifen. Zwei Schaden, Entschuldigung. So, nächste Runde, Runde 3. Den behalten wir uns noch, je nachdem, was jetzt kommt. Ich frage mich, ob... Und natürlich, dann gehen wir jetzt hier auf Zufall. Ein bisschen. Ach, der gute Eber. Na, dann ist er so. Aber es sieht immer noch gut aus. Der ist natürlich schön, wenn man irgendwie einen großen herbekommt. Ich frage mich, ob... Pandaria wird uns gehören! Na, dann machen wir mal Folgendes. Das sind zwei Angriffe. Dann schauen wir mal, was der Tierbegleiter des Tages ist. Und wir bekommen 5. Wir können das Ganze noch ein bisschen buffen. Das war's. 4 rein. Und es liegen 14 Schaden auf dem Board. Plus 2 hier. Das heißt, ich muss... Ja. So, Bussard bringt gar nichts. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Schönes haben. Mag ich gern. Gebt mir eine Quest. So eine echt schöne. Ich wünsche Blut. Spürt meinen Zorn! Damit ist die Karte nämlich außerhalb der Direktzerstörungsgrenze.
Ihn kann er auch nicht angreifen. Und die beide könnte er höchstens mit einem Dreier rausnehmen. Hm. Wir sind in Runde 5, das heißt, wir sind auch nicht, noch nicht in irgendeiner Gefahr, dass er anfängt, unsere Karten zu klauen. Was haben wir da? Das sollte ich mir gründlich überlegen. So, und jetzt wird es natürlich für ihn eklig. Wir haben hier 6, 9 reicht. Ist jemand verletzt? Dann können wir dieses Spiel jetzt schön beenden. Ja, machen wir. Bereit zum Ausrichten! Spürt meinen Zorn! Das erste Opfer kostet meinen Stahl! Ja, also schön runtergespielt beim Priester. Wenig Angriff ist echt lang, aber ja gut, Priester. Also die meisten, die in dem Spiel noch kennen, gerade auf dem Bereich, probieren natürlich sehr über Kopieren oder halt eben andere rein. Hat er irgendwie jetzt gar nicht gemacht. Also der gute Chat hat schön runtergespielt. Mich hat interessiert, was er für Karten insgesamt gehabt hat. Ja. Aber es war ein schönes, angenehmes Spiel. Ich danke ihm vielmals für das Spiel. Euch auch fürs Zuschauen. Wenn ihr Kommentare zum Spiel habt, schreibt diese bitte unten in den Comments. Und ich würde mich über ein Like bzw. klickt auf Abonnieren. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.